Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir müssen über unser in Anführungszeichen Lieblingsthema sprechen, über das Thema Datenschutz, das uns, so wie es aussieht, auch noch über Jahre begleiten wird. Am 14. April des Jahres 2016 hat nun das Europäische Parlament zunächst mal nach jahrelangen Verhandlungen eine Datenschutzgrundverordnung beschlossen. Mit der Verordnung soll das bislang geltende europäische Datenschutzrecht, das ja noch aus den 90er Jahren stammt, an das digitale Zeitalter angepasst werden und EU-weit eben auch harmonisiert werden, so dass in der EU eben das gleiche Gesetz gilt in den verschiedenen Ländern. Doch die Verordnung enthält auch zahlreiche Öffnungsklauseln, die es dann wieder den einzelnen Mitgliedstaaten erlaubt, von EU-Vorgaben abzuweichen und nationale Sonderwege einzuschlagen. Und davon will gerade Deutschland nun offenbar reichlich Gebrauch machen. Das Bundesinnenministerium hat Ende November einen Entwurf für die Anpassung des deutschen Datenschutzrechts an die neuen EU-Regeln vorgelegt und eine Anhörung dazu durchgeführt, wie das Ministerium den Datenschutz in Deutschland künftig ausgestalten will und ob sie das überhaupt machen wollen und was davon zu halten ist, das weiß eben Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Tag Volker. Hallo. Wir haben gerade schon ein bisschen versucht zu erklären, um was es heute geht. Die EU hat den Datenschutz neu geregelt und nun legt eben das Innenministerium einen Entwurf für eine Änderung des deutschen Datenschutzrechts vor. Was hat es damit auf sich? Was ist da schon durchgesickert? Naja, also diese EU-Verordnung, die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, das ist ein EU-Gesetz. Und solche EU-Gesetze, die gelten eigentlich in den Mitgliedstaaten unmittelbar. Die Besonderheit jetzt hier bei dieser EU-Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie zwar schon beschlossen worden ist, aber tatsächlich erst anwendbar ist ab Mai 2018. Okay. So, in der Zwischenzeit müssen jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten hingehen und ihr bestehendes Datenschutzrecht anpassen an diese EU-Verordnung. Also sie müssen die Verordnung nicht umsetzen, aber sie müssen eben zusehen, dass Regeln zum Beispiel, die eine Doppelung dieser Verordnung bedeuten würden, dass die aus ihrem Datenschutzrecht verschwinden und neue Anforderungen, die in der Datenschutzgrundverordnung drinstehen, künftig im nationalen Datenschutzrecht entsprechend verankert sind. Genau, und darum geht es jetzt bei diesem Datenschutzanpassungsgesetz. Hier geht man eben jetzt hin und versucht sozusagen das deutsche Recht fit für die europäischen Regeln zu machen. Ja. So jedenfalls soll das nominell sein. Ja. Und man denkt erstmal, ja okay, das sind logische Schritte, die nacheinander erfolgen und unter Umständen sind wir am Ende alle schlauer, froher und besser hin dargestellt, weil wir eben ein tolles neues Datenschutzgesetz haben, das auf europäischer Ebene funktioniert und das aber eben auch vereinbar ist mit den deutschen Gesetzen. Jetzt sickert aber hier schon durch, dass in den Entwürfen des Innenministeriums eben nicht darauf geachtet wird, dass der Datenschutz aufgebaut wird oder ausgebaut wird, besser gesagt, sondern im Gegenteil, da werden Stellschrauben wieder zurückgedreht, die eigentlich europaweit schon als Standard betrachtet wurden. Ja, ganz genau so ist es. Also bei ganz vielen ganz zentralen Rechten, gerade für die Betroffenen, ja, unterschreitet das Innenministerium nicht nur das Niveau, was die Europäische Datenschutzgrundverordnung vorschreibt, sondern sogar das Niveau an Datenschutz, was wir bisher in Deutschland hatten. Ja, das betrifft zum Beispiel die sogenannte Zweckbindung. Das ist ein ganz wesentlicher Grundsatz, besagt eigentlich nur, Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie auch erhoben worden sind. Ja, ja, und in dem deutschen Gesetz, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll, da soll es hat eine ganze Reihe von Regeln und sehr, sehr weit gefassten Ausnahmen geben, die vor allen Dingen Unternehmen, Konzernen eigentlich erlauben, faktisch uferlos mit den Daten umzugehen und also salopp gesprochen mehr oder minder damit zu machen, was sie wollen. Ja. Ja? Das Gleiche gilt auch für jede Menge andere betroffenen Rechte. Auskunftsrechte, ja, Informationspflichten, Widerspruchsrechte, Recht auf Löschung. Ja? In all diesen Fällen unterschreitet man eigentlich das Niveau, was wir bisher an Datenschutz hatten. Und das ist gerade für das Mutterland des Datenschutzes, was Deutschland der ist, irgendwie peinlich. Ja, und woher kommt dieses Umdenken? Ist es immer wieder dieses Verlangen nach absoluter Sicherheit? Es wird ja von einem Supergrundrecht in einem der Texte, die ich durchgelesen habe zum Thema, wird ja von einem Supergrundrecht Sicherheit gesprochen, das quasi in der Philosophie mancher Politiker und Politikerinnen als Grundrecht eben über dem Grundrecht der Freiheit steht. Ist das der Grund dafür, dass diese Einschränkungen stattfinden? Oder woher kommt diese Neuausrichtung, muss man ja fast schon fragen. Ja, also super Grundrechtssicherheit, das ist ja auch so ein politischer Kampfbegriff. Ich weiß nicht, ob der in diesem Fall so eine Rolle gespielt hat, aber ein anderer politischer Kampfbegriff, der hat, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt. Denn also in letzter Zeit hört man Leute wie Herrn Gabriel zum Beispiel, unserem Bundeswirtschaftsminister oder unserem Verkehrsminister Herrn Dobrindt oder auch die Bundeskanzlerin Frau Merkel immer wieder sprechen vom Datenreichtum. Ja, sie propagieren etwas, was sie Datenreichtum so als Gegensatz zum Begriff der Datensparsamkeit nennen. Ja, Datensparsamkeit
Wirksamkeit ist eigentlich auch ein ganz wichtiger, wesentlicher Grundsatz des Datenschutzrechts, der besagt eigentlich, nach Möglichkeit sollte man Verfahren und so weiter immer so gestalten, dass möglichst wenig personenbezogene Daten anfallen. Ja. Hintergrund ganz einfach, Daten, die nicht anfallen, kann man auch nicht missbrauchen. Das finde ich ist ganz logisch und erschließt sich. Gut. So, Datenreichtum schlägt jetzt genau die entgegengesetzte Richtung ein. Mhm. Also es sollen möglichst viel Daten erzeugt werden. Warum? Damit man Big Data Geschäftsmodelle ermöglichen kann. Ja, damit man eben Geschäftsmodelle, die auf Datenverarbeitung basieren, auf der Verarbeitung großer Datenmengen basieren, ja, ermöglichen kann. Und damit meint man, dass man also hier die deutsche Wirtschaft besonders fördern würde. Ja, das heißt, die Wirtschaft wird in der Tat bevorzugt behandelt, zumindest wenn man im direkten Vergleich das Individuum, das in Deutschland lebt, quasi, wenn man das zum Vergleich heranzieht. Ja, genau. Das ist exakt eigentlich genau die Wippe sozusagen, wird eher zu Ungunsten der betroffenen Personen eingestellt und zugunsten vor allen Dingen einer kommerziellen Datenverarbeitung. Jetzt haben wir Begriffe wie Big Data schon genannt. Im Entwurf geht es eben auch um so Sachen wie Big Data und Profiling, also das Erstellen von Persönlichkeitsprofilen. Anfang der Woche gab es ja einen Online-Artikel, der auch hier in der Redaktion zu Diskussionen führte. Im Artikel wurde über die britische Firma Cambridge Analytica berichtet, das Unternehmen soll Trump zum Sieg verholfen haben, indem es eben Profile der US-Wähler erstellt und dann zielgenau mit passender Wahlwerbung versorgt haben soll. Was ist von so einer Nachricht zu halten? Ist das nach dem Entwurf des Innenministeriums unter Umständen auch in Deutschland möglich? Oder ist das überhaupt so passiert? Ist ja die erste Frage. Genau. Also man kann sich mal fragen, was ist da tatsächlich passiert? Dieser Bericht, der Artikel legt also so nahe, dass diese Firma mit ihrem Verfahren sogenanntes Micro-Targeting macht und eben Wähler ganz gezielt beeinflusst, ihnen genau zu dem richtigen Zeitpunkt in der richtigen Ansprache die richtigen Nachrichten gibt, damit sie eben dann Trump wählen. Mhm. Ja. Ob das jetzt tatsächlich so passiert ist, ob es diesen kausalen Zusammenhang gibt, das ist eher unwahrscheinlich, will ich mal sagen. Insbesondere, weil immer darüber gesprochen wurde, dass es also aus Facebook-Likes und Facebook-Posts und so weiter errechnet worden wäre. Also den Beweis dafür, dass es tatsächlich so ist, ist diese Firma eigentlich immer noch schuldig geblieben. Gleichwohl muss man sagen, abwegig ist das keineswegs. Mhm. Ja, insbesondere, wenn man eben jetzt nicht nur Facebook-Posts und Facebook-Likes heranzieht, sondern eben auch andere Daten über Personen, die verfügbar sind. Das passiert ja heute schon im großen Umfang. Es ist noch gar nicht lange her, dass wir diesen Fall nackt im Netz hatten, wo der NDR halt hingegangen ist und eine ganze, also haufenweise Profile von Menschen angekauft hat, die durch verschiedene Web-Tracking-Dienste und so gesammelt worden sind. Ja, und das kann man sich ja durchaus vorstellen, dass eine Firma das macht. Sie kauft Datenbestände an, kumuliert das mit weiteren Daten, die sie eben aus dem Netz zieht über Leute und fertigt dann Profile an und versucht das psychologisch zu bewerten und zu überlegen, wie muss ich diese Leute jetzt genau ansprechen, um zu meinem Ziel zu kommen. Und es gibt in dem Datenschutzanpassungsgesetz, in diesem Entwurf des Innenministeriums, schon einige Punkte, die jedenfalls so etwas erleichtern würden. Ja. Ja? Also beispielsweise ist es so, dass pauschal bei Profiling kein Widerspruchsrecht mehr bestehen soll. Ja, das ist schlicht und ergreifend ausgeschlossen. What? Und genauso ist zum Beispiel eine Zweckänderung ohne weiteres möglich bei Daten, die sowieso öffentlich verfügbar sind. Aha. Also mit anderen Worten, Leute, die zum Beispiel irgendwelche Daten über sich auf ihrem Facebook-Profil öffentlich preisgeben, müssen also dann nach diesem Entwurf damit rechnen, dass diese Daten von irgendwelchen Firmen vielleicht auch automatisiert durch Bots oder so einfach eingesammelt und dann eben konkret personalisiert verarbeitet werden. Jetzt gibt's ja schon zahlreiche Interessengruppen, Vereine, Verbände, auch die digitale Gesellschaft, die jetzt zu diesem Entwurf Stellung genommen hat. Ich glaube, heute war auch so ein Stichtag nochmal. Heute war der letzte Tag, an dem man noch sagen konnte, halt, stopp, finden wir doch nicht so gut. Was war in diesen Stimmen zu vernehmen? Welche kritischen Stimmen sind besonders interessant und vielleicht auch aus eurer Sicht erwähnenswert? Naja, also es gab schon eine Reihe von Wortmeldungen, die eigentlich durch die Bank allesamt kritisch waren. Also ich habe keine einzige Stellungnahme gesehen, die diesen Entwurf begrüßt hat, sondern er wurde eigentlich durchweg, genau wie ein vorheriger Referentenentwurf aus dem August, den schon mal gab, wurde also wirklich harsch kritisiert. Mhm. Und die Kritik geht eigentlich insgesamt in dieselbe Richtung. Die ganzen Ausnahmetatbestände, die in dem Entwurf drin sind, sind viel zu weit zugunsten der Unternehmen. Das widerspricht auch europäischem Recht. Ja. Ja, und insgesamt wird einfach mit dem Entwurf des Innenministeriums
Innenministeriums die Idee der Datenschutzgrundverordnung, nämlich dass wir in Europa einen flächendeckenden, gleichen Datenschutz haben, unterlaufen. Also dieses Harmonisierungsziel wird im Grunde kaputt gemacht. Ja? Und eben, das ist auch unisono eigentlich die Kritik bisher gewesen, das Datenschutzniveau wird empfindlich und massiv herabgesetzt. Ja. Das ist eigentlich durch die Bank die gleiche Kritik. Das ist ein bisschen crazy, finde ich. Weil man erstmal annimmt, dass wenn sich da Experten treffen unter der Überschrift, wir müssen den Datenschutz reformieren, dass die eben auch am Datenschutz arbeiten und den nicht einfach torpedieren und auseinandernehmen und sagen, ja, also sehen wir jetzt keine Notwendigkeit mehr, Sicherheit ist uns wichtiger. Das ist schon strange. Wenn man tatsächlich die Entwicklung längerzeitig schon verfolgt hat, ist es eigentlich gar nicht so wahnsinnig überraschend. Aha. Denn man muss sagen, während die Datenschutzgrundverordnung erstellt wurde, das war ein langer, mehrjähriger Prozess, hat Deutschland im Ministerrat immer wieder zum Beispiel auf die Aufweichung der Zweckbindung und auf den Abbau der betroffenen Rechte hingewirkt, hat es eben nicht wirklich mit allen diesen Bestrebungen geschafft, sondern hat dann das eben nur geschafft, dass da Öffnungsklauseln für die Mitgliedstaaten reingeschrieben wurde. Und jetzt geht man eben hin und macht all das, was man im Ministerrat nicht durchgekriegt hat, halt auf nationaler Ebene. Ja. Und wie geht's jetzt mit dem Entwurf weiter vom Innenministerium? Der wird ja noch weiter bearbeitet, nehme ich an, oder ist da schon das letzte Wort gesprochen? Nö, das ist nur ein sogenannter Referentenentwurf. Das heißt, der ist auch noch gar nicht im Kabinett innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Aber es soll jetzt Schlag auf Schlag gehen. Also man muss ganz klar sagen, für diesen Entwurf, dieses Papier hatte insgesamt 126 Seiten, der da übergesandt wurde, hatte man also jetzt ganze 2 Wochen Zeit, um dazu Stellung zu nehmen. Ja, gerade wenn man so eine kleinere NGO ist, wie wir zum Beispiel, ist das einfach personell schon relativ schwierig zu bewältigen. Die Begründung dafür, dass die Zeit jetzt so knapp war, war, naja, wir wollen das Ding heute ganz gerne noch in dieser Legislaturperiode, also bis vor den Wahlen verabschieden. Und im Januar soll das Ganze schon ins Kabinett zur Abstimmung gehen. Also das heißt, jetzt ist Zeitdruck angesagt und jetzt möchte man halt unbedingt Gas geben. Und das Papier ist so komplex, dass selbst die Kabinettsmitglieder, finde ich, fast schon zu wenig Zeit haben, um sich da reinzuarbeiten. Wenn man kein Digitalexperte ist, ist das ganz schön komplexer Kram, den man sich dann als Kabinettsmitglied bis Januar reinziehen muss, um dann eben zu sagen, let's go for it oder let's not go for it. So sieht's aus, ganz genau. Und wie bekommt man jetzt unter Umständen die Menschen dazu, dass sie sagen, let's not go for it? Was ist aus eurer Sicht zu tun? Wie sollte man sich einbringen in die Diskussion? Also ich glaube, dass jetzt, sagen wir mal, die Kritik an diesem Referentenentwurf, die Fachkritik, die ist schon sehr, sehr breit. Und das ist erstmal auch eine sehr gute Sache. Wenn das Ganze dann tatsächlich ins Kabinett geht, muss man sehen, ob denn jetzt diese Kritik irgendwie angekommen ist, ob denn tatsächlich noch irgendwas an dem Entwurf gemacht wurde. Und dann eben nochmal neu bewerten, wie sieht's denn jetzt aus bei der Version, die da tatsächlich dann vom Kabinett beschlossen und dann schließlich in den Bundestag eingebracht wird. Mhm. Und dann in der Tat, wenn es weiter kritikwürdige Punkte gibt, dann heißt es eben tatsächlich wieder laut sein, protestieren, sich an die Abgeordneten wenden, öffentlich protestieren oder eben Organisationen unterstützen, die sich für einen besseren Datenschutz einsetzen. Ja, ja. Was bis jetzt passiert, wird ja schon als Datenschutzverhinderungsgesetz bezeichnet. Ganz genau, ja. Das müssen wir wiederum verhindern. Wir müssen das Datenschutzverhinderungsgesetz verhindern. So kann man es, glaube ich, formulieren. Wie gesagt, man darf, also dass man, viele Leute denken immer so, ach, Datenschutz, was interessiert mich das? Ja. Aber man muss sich wirklich darüber klar werden, es gibt unglaublich viele Geschäftsmodelle, die bereits auf Personalisierung von Daten, auf das Anlegen von Profilen von Personen beruhen. Und das führt letztlich dazu, dass es irgendwie, soll ich mal sagen, unsichtbare Instanzen gibt, die viel, viel mehr über eine Person wissen, als diese Person vielleicht selber über sich weiß, die das Verhalten einer Person antizipieren können, vorherbestimmen können und damit eben Personen auch letztlich auf sehr subtile Art und Weise manipulierbar gemacht werden. Und das ist jetzt keine Dystopie in ferner Zukunft, sondern technisch jetzt schon möglich. Absolut, ja, das ist nicht nur möglich, es wird auch gemacht. Und also insofern, wenn wir wirklich sozusagen selbstbestimmte Individuen sein wollen, dann ist Datenschutz ein ganz, ganz zentrales Thema dafür. Ja, und wer sich zu diesem Thema weiterbilden möchte, der geht gerne vorbei auf der digitalen Gesellschafts-Website, digitalegesellschaft.de. Ich habe den Genitiv angefangen, da musste ich das durchziehen. Tut mir leid, weil du mich so komisch angeguckt hast jetzt gerade. Netzpolitik hat auch ein paar schöne Texte zu dem Thema geschrieben. Zieht euch das rein, es ist eine wichtige Sache. Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzrichtlinie sind vielleicht die richtigen Stichworte, die man ins Google-Fensterchen sonst eingeben kann, wenn man zum Thema gelangen möchte. Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft war bei mir. Ihr könnt unser Gespräch nicht nur nachhören bei der digitalen Gesellschaft, sondern sogar auch nachgucken, denn hier lief wie immer eine Videokamera mit und wir waren gar nicht in der Maske, Volker. Vielen Dank für deinen Besuch. Schönen Grüße an die anderen Verrückten. Ja, klar. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft war bei mir im Studio. Danke, ciao. Danke, tschüss. Flux FM in digitaler Gesellschaft.